mache eine Ausbildung zum Kälte- und Klimamechatroniker. Und mir gefällt einfach die Mischung aus Komplexität, aus den verschiedenen Sachen, die man macht, dass man halt mal eine Kälteanlage baut, die halt wirklich auf tiefe Temperatur fahren, minus 20 Grad. Oder halt auch einfach nur normale Klimaanlagen, die vielleicht höchstens auf ja, mal 12 Grad fahren, aber halt diese Unterschiede, die man hat, diese unterschiedlichen Sachen, worauf man dabei achten muss, finde ich halt interessant. Ja, es nervt halt ab und an mal, dass halt oft in der Planung halt einfach nicht Lebensmittelmarkt oder sowas, wird einfach nicht eingeplant, dass es Kälteleitungen braucht. Oder halt, ja generell, dass halt es sehr unterschätzt wird, wie wichtig diese Kälteanlagen halt wirklich dann für das Gebäude im Endeffekt sind. Weil selbst ein Bürogebäude wird halt nicht mehr funktionieren ohne Kälteanlagen. Also das war, ich habe halt früh verschlafen. Ich rufe meinen Vorgesetzten an, ich habe verschlafen. Was jetzt? Vorgesetzter, also ich war gern Motorrad, sagt zu mir am Telefon, ja alles gut, ist gutes Wetter, dreh ruhig eine extra Runde, fahr vorsichtig.